natürlich ist die Idee dahinter auch ganz klar. Sie sollen alle Insekten essen, während die Elite die Steaks isst. Ja? Das ist eigentlich das, was sie wollen. Ja? Dann kommt als nächster Schritt die Kommandowirtschaft. Das heißt, in Zukunft wird man ihnen sagen, ob sie überhaupt noch Geld ausgeben dürfen und wenn ja, wofür. Dafür gibt es die CBDCs, die Central Bank Digital Currency, also das digitale Zentralbankgeld, meine Damen und Herren. Das ist der Zweck, dass man ihnen sagen kann, zum Beispiel, sie dürfen es nicht mehr für Flüge ausgeben. Weil Fliegen ist ja böse, Fliegen ist ja mächtig, mächtig böse, außer wenn sie, wie das der Herr Gates vorhat, in Zukunft irgendwie den Himmel damit abdunkeln wollen. Ja? Sonst ist Fliegen böse. Und das Ergebnis ist, dass sie, wenn sie das machen und zu Ende denken, landen sie, und deswegen hat es genau das gleiche Emblem wie gerade eben das mit der Gewalt, ja? Sie landen in der stalinistischen Kommandowirtschaft und wie die funktioniert, wissen wir. Das ist das Grundprinzip unseres Problems. Und jetzt schauen wir uns mal an, wo wir an den einzelnen Stationen mit den einzelnen Maßnahmen unserer Bundesregierung mit Bezug auf diesen sozusagen Strategie der kleinen Schritte von der freien Marktwirtschaft zum stalinistischen Sozialismus hinstehen. Da fangen wir mal an mit unserer Energiepolitik. Ja, also mit der Energiepolitik haben wir es zunächst mal geschafft, dieses Land im Wesentlichen zu deindustrialisieren. Dieses Land hat keine wettbewerbsfähige Industrie mehr, Punkt. Die gibt es nicht. Ja? Es ist, alles, was energieintensiv ist, ist weg. Ich habe hier zwei Statistiken. Links ist von 2016. Ich habe bewusst eine ältere genommen, und zwar deswegen, weil sie da noch etwas weniger verzerrte Märkte hatten. Und damals war es so, dass Glaskeramik, Baustoffe, Grundstoffe, Papier- und Metallindustrie hatten etwa ein Viertel ihrer Gesamtkosten für Energie. Wenn Sie jetzt hergehen und die Energiepreise verdreifachen, und das haben wir getan, Sie sehen die Statistik rechts, dann bedeutet das, dass die Gesamtkosten dieser Unternehmen von 100 auf etwa 150 ansteigen. Also 25 mal 3 macht 75, die anderen Kosten sind 75, wir landen also bei 150. Wir haben also eine Kostenerhöhung von 50%. Und das in einer Situation, wo den anderen die Kosten nicht explodiert sind, sondern zum Teil sogar runtergegangen sind. Hier sehen Sie die Statistik des Rankings der Strompreise zwischen den einzelnen Ländern. Also am günstigsten ist Russland, hat also 0,05 Cent pro Kilowattstunde. Ja? Deutschland hatte bis vor zwei Jahren 1,8 Cent pro Kilowattstunde und jetzt hat es 5,4. Und die ganzen anderen Striche sind so all die anderen relevanten Länder, die unsere Wettbewerber sind. Normalerweise würde man jetzt sagen, na gut, das macht ja nichts. In einem System flexibler Wechselkurse wird sich jetzt die D-Mark nach unten anpassen und unseren Wettbewerbsverlust quasi ausgleichen, sodass wir durch einen Verfall des Wertes unserer Währung wieder wettbewerbsfähig werden. Deswegen gab es früher ein System flexibler Wechselkurse. Das geht jetzt nicht mehr, weil wir sind jetzt im Euro und der Euro ist ein Prokrustesbett und der wird jetzt mit uns das tun, was er mit den Griechen vor 15 Jahren gemacht hat. Dafür sorgen, dass wir aus der Wettbewerbsunfähigkeitsfalle, die wir uns selber gestellt haben, nicht mehr durch eine Wechselkursanpassung rausfinden können. Das ist der ganze Mechanismus des Euro. Und deswegen, weil der Euro so funktioniert und weil natürlich unsere Politik so funktioniert, ist das, was die Realeinkommen gemacht haben seit Beginn der Corona-Krise. Das ist eine meiner Lieblingsgrafiken und sie ist nicht von mir, sondern sie ist vom Statistischen Bundesamt. Das sind die Realeinkommen in den verschiedenen europäischen Ländern von 2020 hier, da fängt der Absturz an und der geht gerade so weiter. Als 1929 die große Depression ausbrach, ging es langsamer, meine Damen und Herren, nach unten. Nicht so schnell wie da. Das ist das Ergebnis dieser Politik. Wenn Sie also wissen wollen, wie das grüne Wirtschaftswunder so aussieht, das ist die Grafik, die alles erklärt oder zusammenfasst. Und jetzt kommt eins meiner Liebsten. Eins der Bilder, von denen ich überzeugt bin, dass es sich in künftigen Geschichtsbüchern wiederfinden werden. Und zwar deswegen, weil jetzt diese Krise, diese selbstgemachte Krise, aus der Arroganz der Macht und der Anmaßung des Wissens geboren, trifft jetzt auf diese politische Klasse, die da oben sitzt. Das ist die Welt vom 30. September 2022. Da verkündete uns der Kanzler, der in der Mitte im Bildschirm uns anschaut, den Doppelwumms. Ja? Das ist auch das Einzige, was von seiner Kanzlerschaft übrig bleiben wird. Dieser Begriff, mehr wird nicht da bleiben. Der Doppelwumms ist ja mittlerweile wieder einkassiert, wie Sie alle wissen, weil ja das Bundesverfassungsgericht die Umwidmung der ganzen Corona-Hilfen für die Energiepolitik dieser Bundesregierung verboten hat. Ich weiß gar nicht, wie der Unfall passieren konnte. Ja, wahrscheinlich waren sie am Vorabend nicht miteinander Abendessen. Aber sie haben es jedenfalls gemacht.
Und dann hat sich also damals, als der, das war kurz nachdem man, nachdem Beinahe beste Freunde, heißt sie, glaube ich, diese französische Komödie, ne? Beinahe beste Freunde uns die, diese Pipeline auf eine Reparatur vorbereitet haben. Da ist also der Gaspreis in die Höhe geschossen und die Leute haben sich gefragt, kann ich mir es diesen Winter noch leisten, wenigstens lauwarm zu duschen? Oder muss ich bei minus 12 Grad ohne Heizung mit kaltem Wasser duschen, wenn es dann überhaupt noch rauskommt, weil vielleicht die Leitung zufriert? Das wird ein Spaß. Also haben sich die drei Herren dahingesetzt und uns alle beruhigt. Und wissen Sie, was das Schönste an dem Bild ist? Das Schönste an dem Bild ist, dass es den geistigen Zustand unserer politischen Elite in einer Weise einfängt und kondensiert, wie sie erst auf den zweiten Blick sichtbar wird. Denn die beiden, wie soll ich sagen, Krönungen der Schöpfung rechts und links vom Kanzler halten doch tatsächlich 1,50 Meter Corona-Abstand zum Bildschirm. Ja, das muss man erst mal verkraften, ne? Aber wissen Sie, das Zweitschönste ist, dass wir einen Sündenbock haben. Oder sogar zwei. Der böse Russe war's. Oder der Klimawandel. Ja? Putinflation heißt es jetzt neuerdings. Also der Herr Fratscher, den ich so gerne zitiere, der hat uns ja gesagt, dass Putin an der Inflation schuld war. Ganz klar, Putin war's. Ja? Das ist auch, also ich finde es auch politisch sehr geschickt, weil der kann es ja nicht wehren. Der kann ja noch nicht mal so gut Deutsch wie Frau Baerbock. Die Wahrheit ist, der kann besser Deutsch als Baerbock. Aber das lassen wir mal jetzt am Rande nur bemerkt sein. Aber da hat er seiner Vorgesetzten, der Frau Lagarde, nicht richtig zugehört, die am Vortag gesagt hat, nein, nein, die Inflation ist verursacht durch den Klimawandel. Ja, der Klimawandel. Also der Klimawandel ist ja... Das, ich habe neulich jemandem die Vorfahrt genommen und dann hat er mich blöd angemacht, ja zu Recht, und ich habe dann gesagt, da ist der Klimawandel dran schuld. Ja. Der verwirrt uns allen die Köpfe, so muss man das mal sehen. Ja, ja, also das mit dem bösen Russen, aber ich habe dann die Lösung gefunden, beide haben recht, weil natürlich der Putin, der ist also natürlich der Lieferant von allem, was das Klima verschlimmert, also ist er auch am Klimawandel schuld und damit sind beide wieder versöhnt und können wieder miteinander Abendessen gehen. Was wir brauchen, um da rauszuklettern, ist eine Reform an Haupt und Gliedern. Ja, wir brauchen, und ich habe da gerade ja ein kleines Büchlein dazu veröffentlicht, Menschen wie Sie haben es nach 2 Wochen auf die Spiegel-Bestsellerliste transportiert, obwohl ich vom Spiegel außer seiner Bestsellerliste sonst nicht viel halte. Abschaffung aller leistungsfeindlichen Steuern habe ich da drin gefordert. Und aller bevormundeten Steuern. Das ist eigentlich so ziemlich alles. Das sind mehr oder minder alle Steuern, außer einer Konsumsteuer oder einer Mehrwertsteuer, die bei der Investitionen von der Konsumsteuer befreit sind oder von der Mehrwertsteuer befreit sind. Also alles andere kann weg. Warum sage ich das? Weil Einkommensteuer, Lohnsteuer, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag, Kapitalertragssteuer und Erbschaftssteuer die Leistungsbereitschaft der Menschen mindern und dadurch wird unser Bruttosozialprodukt kleiner. Und alles, was unser Bruttosozialprodukt kleiner macht, ist in einem Land, das auf die Not zusteuert, von übel. Es ist auch sonst von übel, aber in einem Land, dem es schlecht geht, ist es noch mehr von übel. Deswegen gehört es weg und deswegen fordere ich es auch, und zwar ganz offen. Und wer mir sagt, das geht nicht, weil wir brauchen das ganze Geld, dem erkläre ich, nein, wir brauchen es nicht. Jedenfalls nicht für das, wofür wir es jetzt ausgeben. Dann gibt es natürlich die ganzen Erziehungssteuern, zum Beispiel Tabaksteuer. Da zucken die Leute erstmal zusammen, wenn ich sage, schaffen Sie die Tabaksteuer ab. Ich sage Ihnen aber was? Natürlich ist Rauchen schädlich und ich rauche auch nicht. Aber wenn es verboten wird, fange ich sofort damit an. Ja. Und wissen Sie, das mag ja sein, dass Rauchen schädlich ist, aber brauche ich einen Politiker, der mir das erklärt oder der mich gar bestraft dafür? Das geht denen doch einen Sch an. Ja, es geht denen gar nichts an. Ja. Jetzt könnte man natürlich das Argument verlängern und sagen, na ja, wir könnten ja diese ganze Tabaksteuer ins Gesundheitswesen pumpen, ja, wenn wir es denn nur täten. Ja? Wir fördern feministische Projekte in Indonesien damit oder in Kabul. Ja? Wobei in Kabul
da kommen die sehr langsam nur voran, unsere feministischen Projekte. Ja. Dann bin ich der Meinung, wer fordert, dass weniger Geld dahin fließt, der muss auch sagen, wo er es einspart. Ich habe 10 von 14 Ministerien zur Schließung vorgeschlagen. Ja, da bleibt jetzt nicht so viel übrig. Ne? Entwicklungshilfeministerium, eins der allerersten. Ne? Entwicklungshilfe, meine Damen und Herren, das müssen Sie sich merken. Der Spruch ist nicht von mir, der ist von Rand Paul. Entwicklungshilfe ist, wenn Politiker in reichen Ländern Geld von armen Leuten nehmen und es reichen Politikern in armen Ländern geben. Ja? Das sind einschließlich der Klimahilfen bei uns 50 Milliarden. Die geben übrigens 120 Milliarden aus pro Jahr, nur um das Geld bei uns einzutreiben. Die Steuer- und Finanzverwaltung kostet 120 Milliarden im Jahr. Die brauchen wir nicht mehr, wenn wir die Steuer abschaffen. Also von den 400 Milliarden, die sie uns abnehmen, brauchen sie 120 Milliarden, um sie uns abzunehmen, um das zu organisieren. Das ist spektakulär, ne? Und so gehen sie durch die Ministerien durch. Bauministerium braucht kein Mensch. Ja? Wenn sich den Zustand der deutschen Straßen anschauen, dann wissen sie, dass es so ist. Verkehrsministerium das Gleiche. Bildungsministerium, ich glaube, dass Bildung Elternsache sein sollte. Schulen können als Elterngenossenschaften organisiert werden. Da brauche ich keinen Minister dafür. Ja? Und so geht es durch. Wo sie hinfassen? Familienministerium ist kein Familienministerium, ist ein Familieneinmischungsministerium, das den Leuten die Kinder wegnimmt und wie in Berlin geschehen an irgendwelche Pädophilen ausleiht. Ja, sowas brauchen wir nicht. Der Kanzlerskandal, ja, das brauchen wir nicht. Ich brauche das jedenfalls nicht. Also jedenfalls habe ich also vorgeschlagen, dass wir das alles einsparen. Und dass wir Freiheit brauchen. Wir brauchen Freiheit in diesem Land. Und es gibt ja die Heritage Foundation, die analysiert jedes Jahr alle Länder auf den Grad ihrer Freiheit und vergleicht es dann mit dem Pro-Kopf-Bruttosozialprodukt. Ja? Die reichsten Länder sind die freisten Länder. Die haben ein Bruttosozialprodukt von mehr als 100.000 pro Kopf. Dann die zweitreichsten sind die fast freien. Ja? Dann gibt es die moderately free, also die moderat freien. Die kriegen nur noch ein Drittel dessen, was möglich wäre. Ja, wir liegen gerade so zwischen moderately free und mostly free von unserem Pro-Kopf-Einkommen, aber der Grad unserer Freiheit ist zwischen mostly unfree und moderately free. Das heißt, da gehen wir hin, meine Damen und Herren, auf das Niveau zwischen 10 und 30, wo wir 100 haben könnten. Wir könnten 100 haben. Wir könnten 3, 4, 5 Mal so viel verdienen für jeden von uns, wenn wir frei wären. Und deswegen fordere ich, dass wir frei sind. In meinem Buch finden Sie diese Liste, dass die Halbierung der Steuerlast möglich ist. Also die Steuern, die können alle weg, ich habe sie alle aufgelistet. Ja, die ganze Verwaltung, die sie da einsparen, die ganzen Finanzämter, aus denen, wo sie Wohnungen reinmachen können. Ja, da könnte man was gegen die Wohnungsknappheit tun. Und das sind die Ministerien, die ich schließen würde und was man da einsparen kann. Also von jetzt 476 Milliarden bleiben 73 Milliarden übrig. Dann kommt noch die Schuldenbedienerei obendrauf, dann landen wir bei 126 Milliarden. Die anderen 350 Milliarden, die brauchen wir nicht. Die können wir einsparen. Und wenn Sie in die Bundesländer schauen, da sieht es genauso aus. All das, was die machen, da ist sogar noch schlimmer. Ich habe es am bayerischen Staatshaushalt exemplarisch durchgerechnet in meinem Buch. Da können Sie 98% einsparen. Das merkt kein Mensch außer den Bürokraten. Ja. Wenn Sie also die Frage haben, wie schlimm wird das grüne Wirtschaftswunder? Es wird ein blaues Wunder. Ja, es wird das blaue Wunder, das dieses Land erlebt. Ja, aber erst nachdem die Grünen abgewirtschaftet haben. Dieses Wirtschaftswunder, was die Grünen da produzieren, wird so schlimm, dass den Menschen klar wird, was sie nicht mehr wollen. Hier in Ostdeutschland sind die Menschen ja noch wacher als im Westen, weil die sind sozusagen noch vom Sozialismus geimpft. Und zwar nicht mit mRNA, ja, sondern mit dem toten Ding, Totimpfung. Nennt man das, glaube ich. Ja, mittlerweile ist der Sozialismus, der real existierende Sozialismus ja jetzt tot. Die sind noch geimpft, die wissen es Bescheid. Aber die im Westen, die müssen ihre Lektion jetzt lernen. Und damit sie es schneller lernen, habe ich dieses Buch veröffentlicht. Und wer sich vorher mit Gold eindecken will, der geht bei mir auf goldrevolution.com und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Wussten Sie, dass der deutsche Staat konkrete Vorbereitungen trifft, um auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen? Bleiben Sie dran, um zu erfahren, worum es geht und was man heute noch dagegen tun kann. Die Staatsschulden explodieren, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union. Die EZB hat in den letzten Jahren so viel Geld in Umlauf gebracht wie noch nie in der europäischen Geschichte.
Unsere extrem hohe Inflation ist das Ergebnis genau dieser Politik. Aber damit nicht genug. Es gibt Hinweise, dass sich der Staat darauf vorbereitet, auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen, auch wenn er versucht, diesen Fakt mit allen Mitteln zu verschweigen. Stichwort Vermögensregister, Stichwort Lastenausgleich. Wir dürfen hier auf YouTube nicht im Detail darüber reden. Es besteht die Gefahr, dass unser Beitrag dann vom Netz genommen und unser Kanal gesperrt wird. Deshalb an dieser Stelle nur so viel. Wenn Sie eine Lösung suchen, um Ihr Vermögen vor einem Zugriff des Staates zu schützen, laden wir Sie zum kostenlosen Webinar mit Alexander Streeb ein. Herr Streeb ist seit mehr als 30 Jahren Finanzprofi. Er hat die aktuellen Gefahren analysiert und Lösungsstrategien entwickelt. Um sich vor einem möglichen staatlichen Zugriff auf Ihr Vermögen zu schützen, müssen Sie zuerst wissen, welche Gefahren da überhaupt lauern. Herr Streeb erklärt Ihnen die eben genannten und noch einige weitere Gefahren. Sie werden von ihm Lösungsvorschläge bekommen, was man konkret dagegen tun kann. Wenn Sie Klarheit und Sicherheit haben wollen, melden Sie sich jetzt zum kostenlosen Webinar an. Sie finden den Link dazu unter dem Video. Es gibt eine Lösung. Und sie hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun, nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währungen. Es handelt sich um einen echten Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich geschützt hat, indem er den Zugriff des Staates verhindern konnte. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video und melden Sie sich an. Statt einen Monat für Ihr Gehalt zu arbeiten und es dann zu verlieren, investieren Sie mal eine Stunde und denken mit Herrn Streeb über Ihr Geld nach. Nehmen Sie sich jetzt Zeit für dieses wichtige Webinar. Es geht um Ihre Zukunft. Es geht um Ihr Vermögen. Werden Sie jetzt aktiv.